Hallo schöne Leute und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2. Im letzten Part haben wir Winnie Poohs Welt angefangen und führen sie jetzt fort. Wow. Das Stückchen hätte ich schon noch da lassen können, aber nö. Erst die Kisten sammeln. Mithrikristall. Oh, richtig nice. Chameo-Ring. Unnötig, finde ich. Noch eine. Aber die Termin. Nützliche Sora. Cutscene. Wunderbar. Einfach wunderbar. So, diesen Ort meinte ich. Wow, sieh mal einer an. Da freut sich mein Bäuchlein, aber... Aber gehört der Honig nicht irgendwem? Oh nein! Mein Honig! Puh, hast du etwa all meinen Honig gegessen? Oh, hallo, schön dich kennenzulernen. Was hast du gesagt? Ist der auch für mich? Was? Oh mein Gott, hat Pooh einen gesunden Appetit. Und ich war mir sicher, einen sicheren Platz dafür gefunden zu haben. Entschuldigung, das ist unsere Schuld. Wir haben Pooh mit hierher gebracht. Oh, hallo Sora, schön dich wiederzusehen. Ich freue mich auch und die Sache tut uns echt sehr leid. Ach, ist schon in Ordnung. Ich weiß ja, dass Pooh nicht mehr zu halten ist, wenn er erst einmal ruhig ist. What the fuck? Entschuldigung, wer immer du bist, gibt es vielleicht noch mehr? Was? Geht es dir auch gut, Pooh? Kann es wirklich sein, dass du mich ganz und gar vergessen hast? Was um alles in der Welt ist hier nur los? Was ist hier nur los? Gibt es noch mehr Honig? Mein Bäuchlein knurrt nämlich immer noch. Das muss es sein. Er ist so hungrig, dass er nicht... Ich kann das nicht mehr lesen. Das denken wir auch. Dann lass uns diesen Bären mal ordentlich Honig auftischen. Aber ich dachte, Pooh hat schon all deinen Honig gegessen, Rabbit. Ich habe noch mehr. Notratzatz. Lest selber. Nö. Das Problem ist, ich darf nicht so laut reden, wie ich normalerweise rede. Deswegen könnte ich mich auch was ruhiger anhören oder so. Und... Ja, Mann, ich will Slime mit einem Honigkuchen. Ausweichen. Hä? Ich weiß gar nicht, ob man den ganzen Honig eigentlich sammeln muss. Oder das einfach nur so ist. Damit man halt hier... Ich weiß, dass man die nochmal machen kann als Minispiel, wo man den Honig für Highscore braucht, aber... Ob man den jetzt braucht... I had written as far as this when... Was? Wow. Wow, wow. Oh mein Gott, fährt mir hier langsam. Nein! Ja, danke schön, dass du mich nicht kennst, Pooh. Ich fühle mich gemobbt. Oh mein Gott. Wir sind schneller. Wow. Wow. Und... Oh oh. Weg hier! Da! Oh mein Gott! No! Puh! To the rescue! No! We are defucked! Wir sind... Was zu... Okay, letzte Passage. Ja, ich möchte ein bisschen schneller. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ganz Honig hier. BTF. Ist das viel?
So, Pooh. Iss nur so viel du willst. Vielen Dank. Er isst seine Hände. Entschuldige, lieber, wer immer du bist, aber weißt du vielleicht, wo ich noch ein oder zwei Häppchen Honig finde? Oh. Mein Näschen sagt mir, dass da drin noch ganz viel Honig ist. Oh je, ich stecke fest. Ach, er erinnert sich noch immer nicht. Was ist denn bloß los mit dem armen Pooh? Egal, was los ist. Pooh hat jetzt andere Sorgen. Ja, ziehen wir ihn schnell raus. Verflixt und zugenäht. Eins, zwei, drei. Das wäre geschafft, Pooh. Das schon, aber das eigentliche Problem besteht noch. Er weiß nicht, wer ich bin. Das ist ganz und gar nicht gut. Vielleicht liegt's an dem stürmischen Wind heute. Oder vielleicht braucht er noch mehr Honig. Oder er schlafwandelt nur und träumt. Also, wenn ich träume, was durchaus sein kann, bin ich hoffentlich bald an der Stelle, an der du mich wie sonst immer zum Mittagessen einlädst, Rabbit. Ganz richtig, du kommst ja immer so gern zum Mittagessen vorbei. Moment, Pooh, du hast mich ja Rabbit genannt. So heißt du ja auch, Rabbit. Und was ist mit Ia? Erinnerst du dich auch an Ia, Pooh? Oh, hallo, Ia. Wie wundervoll, dass du auch da bist. Danke, dass du mich bemerkt hast, Pooh. Und ein Hallo auch an dich, wer immer du bist. Oh. Zumindest erinnerst du dich jetzt an Ia und Rabbit. Auch wenn er sich nicht an uns erinnert. Ja, jetzt fällt sich das auf, das brauchen wir nicht zu sehen. Kostet mich nur Zeit in der Welt und ich mag die Welt nicht. Damals habe ich sie gemocht, da war ich noch jünger, aber jetzt, nein. Faltet, mach eine Seite ein. Wo war das jetzt? Puh. Ach, hier. Hallo. Hallo, Sora. Ja, hallo auch an dich, wer immer du bist. Ia erzählt mir, dass Pooh nicht ganz er selbst ist. Ich dachte, das hier könnte dem Ärmsten vielleicht helfen. Ja. Hoffentlich geht's ihm davon besser. Tiger ist der Sie, die du bist sind. Von vorne lastig wie Gummi, von hinten wie Flummi im Wind. Na sowas. Sehe ich da mein Leibgetränk etwa als Geschenk? Geschenke mögen Tiger am liebsten. Aber Tiger, das ist nicht für dich. Hey, warte! Du meine Güte. Na los, ihm nach. Ja, okay. Ihm nach. So, hier sind ganz viele Kisten, die will ich haben. Orikalkum, richtig gut. Abitamin. Und dann ist hier noch die Riesenkiste. Die wir schnell öffnen. Zack. Magiezehre. Und ab zu Tiger. Wo ist der? Spaß. Soll das etwa heißen, dass Pooh sogar mich vergessen hat? Ja, Tiger. In der Flasche, die du für ihn geschenkt gehalten hast, ist Medizin, die Pooh helfen sollte. Ach was, wer braucht schon Medizin? Ein paar Beherzer... Ja, ja. Ich kann einfach nachts nicht lesen. Und Pooh? Das sieht lustig aus, wer immer du bist. Noch kein Erfolg. Aber natürlich, wir müssen alle zusammenspringen. Das wird helfen. Oh, ich werde schon sehen, die Pass werden sau schlecht. Aber egal. Hier mache ich schon so viele Sprünge wie nötig. Zack. Zuck. Zuck. Und. No. Oh. Hü. Hü. Und das war's. Och, ich kann auch nur 10.
Okay. Hat dir das auf die Sprünge geholfen, mein bäriger Freund? Ich weiß nur, dass ich vom Hüpfen immer Hunger kriege. So feine Sprünge und er erinnert sich nicht an mich. Dann sind meine Sprünge nicht mehr das, was sie mal waren. Da vergeht einem Tiger glatt die Lust am Hüpfen. Sei doch bitte vorsichtig damit. Oh, tut mir leid, Fergolino, aber Pooh hat mich vergessen. Ich hab nie mehr Lust zum Hüpfen. Aber Tigger, ich dachte, Tigger täten nichts lieber als hüpfen. Kumpelbär, du erinnerst dich an mich? Du erinnerst dich wieder an deinen alten Freund Tigger. Fantastischerisch. Wer ist das wohl nur? Naja, vielleicht erinnere ich mich ja morgen. Das war Soran. Nur mal so zur Info. So Leute, ich würde sagen, mit dem Rest der Winnie-Pooh-Welt machen wir jetzt im nächsten Part weiter, damit ich wieder drei Parts sofort habe. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!